Waagschale legen. Jeder von uns ist in einem unglaublichen Maße sensibilisiert gegenüber der Macht, eins. Zweitens ist jede von uns fast ein bisschen kritischer geworden gegenüber dem, was passiert in der Gesellschaft. Ob es jetzt das Finanzkapital ist, ob es Stadtplanungsfragen sind, ob es Aussagen von der Politik sind. Jeder von uns schaut doch heute jetzt sehr, sehr viel genauer hin und sagt, Moment, das muss ich mir erstmal überlegen, da muss ich erstmal nachdenken. Und das ist ein ungeheurer Gewinn. Und ich denke, wenn wir jetzt den Verlust der Bäume nehmen, wie es viele von uns, ich bin mir da selbst persönlich ganz, ganz unsicher, auch heute noch, ob wir wirklich von einem Verlust, in deinem Sinne, sprechen können oder ob wir nicht von das sagen können, trotzdem Verlust der Bäume ist es ein unglaublicher Gewinn für die Gesellschaft, für die Politik dieser Stadt und für das, was wir als Fortschritt für die Demokratisierung und für die Kritikfähigkeit der Gesellschaft verstehen. Wir sind ja, ich selbst, das wollte ich sagen, bin mir keineswegs sicher, dass dieses Projekt durch, also das ist mit dem Ende, mit dem Abriss, mit den beiden Abrissen, Südflügel, Nordflügel und dem Kappen der Bäume, dass es da erledigt ist, Grundwassermanagement oder nicht. Ich kann es nicht, mein Wissen reicht nicht aus oder meine Befürchtungen ja, meine Fantasie auch, meine Utopie auch, meine Negative auch. Aber bei mir ist ja immer noch genügend Hoffnung drin, dass ich sage, wenn ich unseren eigenen Fachmenschen glaube, dass da so viel Mist drin ist, da in diesen ganzen Plänen, Planfeststellung und, dass ich nicht an das gute Ende dieses Projekts glaube, dass ich doch glaube, letzten Endes, wir werden oben bleiben. Ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen, dass diese große produktive Kraft, die da ist, die Fantasie, die Kreativität, dass wir die nutzen müssen. Natürlich auch ein Stück Trauerarbeit, die wir machen müssen. Nicht? Wir müssen uns natürlich rückwärtsgewandt auch ein Stück weit fragen, haben wir jetzt Fehler gemacht, wo lagen sie? Aber ich möchte auch so ein bisschen davor warnen, natürlich, Peter, es wäre hier, ich finde, es ist ganz leicht zu sagen, das ist uns aber auch klar, wir haben es nur nicht vielleicht öffentlich gesagt. Wir haben eine unglaublich große Niederlage erlitten, eine ganz schmerzliche. Die erste Niederlage war das Abholzen der Bäume, wo wir uns natürlich selber alle aufgeplustert haben, vor 30.000 oder 32 Parkschützerinnen und Parkschützern. Gesagt haben, die setzen sich hin und die blockieren, lokale Gruppen. Wir waren doch diejenigen auch, die ein bisschen großmäulig waren. Und dann sozusagen kein Arsch in der Hose hat. Das trifft ja mich auch, uns alle trifft es ja ein bisschen, wo wir gesagt haben. Nicht? Aber wir haben auf der anderen Seite einen unglaublich starken Rechtshilfefonds, der den Menschen, die jetzt im Mist drin sitzen, raushilft. Das ist doch unglaublich, dass das da ist. Es sind 20, 30 Rechtsanwälte da. Wir haben unabhängig, das will ich auch nochmal in Erinnerung rufen, ja nicht nur diese Montagsdemos, dass wir irgendjemanden abhalten, nach Hause zu kommen, rechtzeitig zu RTL oder sowas. Das ist der eine Punkt, da sage ich, naja, gut, also da mache ich, ob die Leute, die den Bahnhof kehren, meinetwegen soll es so sein, wie der Klaus Gebhardt gesagt hat, dass das die wichtigsten Buslinien sind. Okay, ich bin auch der Meinung, dann gehen wir hierher. Aber wir haben ja eben nicht nur diese Montagsdemo, wir haben 20 oder 30 funktionierende Arbeitskreise und Gruppen. Überall in der Stadt bewegt sich ja jetzt schon was, wo wir auch selbst als Einzelne mit drin sind und damit mehr oder weniger Begeisterung kriegen. Kämpfen ist jetzt wieder so ein Ausdruck, aber das gehört doch alles dazu, also der AK Jura oder das Forum 3 oder da, wo Veranstaltungen stattfinden, wir haben jetzt gerade einen Film auf die Bestenliste bekommen, unter Warnung oder so, das sind doch auch alle so voll, also ich glaube, das alles muss man sehen und dieses zu sagen, dieses Eingestehen der Niederlage, das ist ja schon Erfolg. Ein Einwand, wir sind, also ich glaube, das ist der größte Irrtum, wenn man sagt, wir sind ohnmächtig. Also das würde ich ganz sagen. Wir dürfen nicht uns auf dieses Spielfeld begeben, wo uns die anderen einladen. Wir haben unseren eigenen Sportplatz. Auf dem anderen Sportplatz, da sind die fremden Schiedsrichter, die sind alle geschmiert. Genau. Ja. Die Mannschaften sind alle gedopt. Ja, genau. Und dann regnet es bei denen noch.